Leute, Sorimier, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns die Wochentendenz uns anschauen, ja, ohne Zeitangabe. Das bedeutet, Sorimier, du kannst es dir immer wieder anhören, ja, egal wann. Okay, das kann auch in einem Jahr, in zwei Jahren. Das ist einfach nach Gefühl, ja. Du hast das Gefühl, ich höre mir jetzt die Legung an und das kann gut sein, dass du deine Antworten finden wirst. Es kann aber auch gut sein, diese Legung hier bringt nichts für dich, ja. Das ist ja klar, Zufälle gibt es nicht. Wieso werden wir angezogen von einer Energie? Weil wir mit dieser Energie resonieren. Auch wenn es nur ein Wort ist, versuche es umzusetzen. Ja, am Ende werde ich noch ein paar Sternzeichen ziehen. Das kann gut sein, dass du diese Sternzeichen wiedererkennen wirst. Es kann aber auch gut sein, die Sternzeichen sagen dir nichts, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten, Sorimio. Ich starte mit diesen wunderbaren Spirit-Energienkarten. Mal schauen, ja, welche Türe sich für dich öffnet, was kommt auf dich zu, vor allem für das Kollektive, ja? Das Kollektive, derjenige, diejenige, die gerade zusehen wird. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns preisgegeben wird. Wir werden uns hier befreien von all die Dinge, die uns deprimieren, all die Dinge, die uns anketten, all das, was uns nicht weiterkommen lässt. Ja, du siehst hier die zwei hat diese Energie. Ich kriege Gänsehaut, überall habe ich Gänsehaut. Guck mal, du merkst es hier selber, weil natürlicherweise fühle ich mich auch in dieser Energie drin. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass ich hier nicht drin bin. Natürlich, ich bin auch drin. Ich bin jedes Mal auch in der Wochentendenz. Da habe ich immer irgendwo meine Energie drin und ich denke, jeder von uns überquert solche Situationen, ja. Man ist irgendwo in seine Gedanken angekettet, vielleicht denkt man an irgendeine Situation, man ist manchmal eher deprimiert wie andere Tage. Es gibt auch mal solche Situationen, in denen man vielleicht rechts oder links nicht die Lösung sieht und tatsächlich braucht man diese dritte neue Sichtweise. Also hier sollte man all die Dinge loslassen, an dem man, wie sagt man das, nicht unbedingt angekettet ist, aber es tut einem gut, diese Dinge loszulassen. Also das ist eine Situation, in dem du sagst, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Gegenstand, ja, den habe ich seit Jahren, der ist mir kaputt gegangen. Dann sagst du, da habe ich so viele Erinnerungen drin und das ist für mich gar nicht schön, es loszulassen, mich zu befreien, weil du in diesen Gegenstande sehr viele Erinnerungen hast. Tolle Erinnerungen natürlicherweise. Also ich kann hier nur mitstimmen, das stimmt. Also ich habe auch jetzt vor kurzem, haben wir etwas erlebt und da ist etwas kaputt gegangen von uns und Jahre, wir haben das schon seit 10 Jahren und da sind Erinnerungen, tolle Erinnerungen, aber etwas geht kaputt, das ist ein Material, das an sich schon etwas, wie sagt man das, in unsere Herzen gebracht hat, ja. Das ist zwar materiell, das hat nichts mit einem Lebewesen zu tun, aber trotzdem fühlt man, dass es zu uns gehört, zu unserer Familie, ja, dass es tatsächlich drin ist. Und ja, es ist manchmal nicht leicht. Es ist leicht gesagt, man sieht es sich an, man sagt, okay, das ist kaputt, das geht nicht mehr. Das hat schon seine Dienstleistungen geschafft, ja, das hat dich von A nach B gebracht. Also diejenigen, die das schon bestimmt verstanden haben, das ist unser geliebtes Auto, in dem wir unsere Kinder geholt haben vom Krankenhaus, ja. Also das sind Erinnerungen, ja, wisst ihr, und auf einmal ist das Auto futsch. Das funktioniert nicht mehr. Das hat den Geist aufgegeben. Das Auto, der Tempel, ja, man sagt ja auch selber, das Auto repräsentiert immer das Tempel. Also ich glaube, ich habe mit einer Energie abgeschlossen. Ich habe mit einem Teil von meinem Leben abgeschlossen. Das habe ich auch meinem Mann gesagt.
Ich glaube, wir beide haben abgeschlossen mit diesem Teil von unserem Leben. Jetzt beginnt ein neues. Ja, nach 10 Jahren, also 10 Jahre, das ist ganz genau perfekt. Nach 10 Jahren haben wir etwas geschafft. Diese Energie gehört nicht mehr zu uns. Also ganz simpel. Ich bringe euch immer meine Beispiele, weil das ist klar, ihr resoniert mit mir, ihr werdet von mir angezogen. Teilweise bin ich drin. Manchmal sagen die Legungen nichts über mich, aber trotzdem hat es immer ein Wort oder etwas, was die Legung auch mich repräsentiert. Also das ist klar, das sollte einem bewusst sein. Die Kartenleger, das gibt Menschen, die geben das zu, manche geben das nicht, machen das wirklich so, sagen, nee, 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 ich habe da nichts damit zu tun, aber all das, was wir legen als Kartenleger, als Medium, es ist immer eine Spiegelung, Leute. Wir spiegeln jedes Mal, indem wir etwas machen. Ja, das ist normal, das ist Synchronizität. Deshalb machen wir auch Karten. Es gibt natürlicherweise auch Menschen, die total nichts mit sich anfangen, nichts, wie sagt man das, bei sich bearbeiten, ja, und dann Karten legen und dann kommt das komplette Leben raus, ja. Und da muss man vorsichtig sein. Man sollte immer an sich arbeiten. Also ich gebe das auch mit als Tipp, weil man das mir auch mitgegeben hat. Wenn ihr anfängt, Karten zu legen oder irgendwie anderen hilft, arbeitet immer an euch, weil das ist sehr wichtig. An dem ihr an euch arbeitet, arbeitet ihr automatisch an das Kollektive, ja. Und deswegen ist es wichtig. Und hier mit dieser 2, mit diesem ich bin an irgendetwas gefesselt, ja. Ich hänge noch an etwas. Das kann alles sein. Das kann eine Person sein. Das kann ein Gegenstand sein. Ich habe jetzt dir erzählt, was mir vor kurzem geschehen ist. Ja, also das ist gar nicht lange her. Das war vor Weihnachten. Jetzt haben wir dann alles bekommen, Papiere und alles, wie das Ganze abläuft. Und das ist schon traurig zu wissen, dass du 10 Jahre lang dieses Auto hat all deine Dienstleistungen vollbracht, hat dich nie im Stich gelassen und auf einmal fährt das Auto nicht mehr, weil etwas passiert ist. Natürlicherweise möchte ich jetzt nicht hineingehen in den Details, aber trotzdem, ja, das ist schon eine Sache, indem man sagt, ich war auch gebunden. Das ist materiell, aber es hat schöne Erinnerungen. Versteht ihr das? Also all das. All diese Welt, all diese Dinge, die wir sehen, die haben an sich Erinnerungen. Wieso gibt man zum Beispiel etwas weiter in der Familie als Erinnerung? Ja, es gibt Leute, die sagen, hey, ich bin gar nicht an der Erbe interessiert. Ich hätte gerne vielleicht, dass meine Oma oder meine Uroma, was es auch immer ist, mir das hinterlässt. Und das ist für mich zum Beispiel Erbstück. Ja, ich erinnere mich an diese Person. Okay, also. Es gibt materielle Dinge, die uns auch noch festhalten. Ja, aber es ist Zeit, dass du hier loslässt. Diese Karte sagt dir, es ist Zeit, dass du einen neuen Zyklus startest. Es ist Zeit, dass du diese alte Energie loslässt. Und genau hier erkennen wir das. Ja, wir erkennen das durch die 2, weil die 2, das ist dieses Dualismus auch. Wir sehen das Licht, wir sehen die Dunkelheit, aber es gibt mehr da draußen. Es gibt noch eine dritte Sichtweise. Es gibt nicht nur Verstand, Geist, Verstand, Seele, ja, oder dass wir quasi in diesem, wie sagt man das, das ist wie so ein Loop, ja, und wir kommen nicht raus, sondern wir sind alles, wir sind im Ganzen, wir haben Geist, Verstand, ja, und Seele. Wir sind komplette Personen, aber wir suchen die andere Hälfte in den anderen, ja, wir suchen das, was wir nicht verstehen. In den anderen. Und das wird immer projiziert von anderen Personen. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also, sobald wir uns mit anderen Menschen beschäftigen, sobald wir eine Beziehung starten, egal was es ist, freundschaftlich oder nicht freundschaftlich, auch Geschwisterliebe, egal was es ist, das ist immer eine Spiegelung von den anderen. Ja, auch wenn das jetzt etwas Schönes ist, natürlich kannst du auch sagen, wow, ich bin beeindruckt von dieser Person. Sie ist so fantastisch. Das bedeutet, dass du auch diese Seite in dir hast. Du bist irgendwo fantastisch, ja? Also sehen wir nicht das nur im Negativen, sondern auch im Positiven, ja? Sehr, sehr schön. Okay. Also ich sehe das jetzt gar nicht als negativ, diese Karte, sondern überhaupt, dass wir das geschafft haben. Du entfernst dich hier, du befreist dich von einer Ankettung, Attaccamento, irgendetwas, an dem du festhältst, ja? Etwas, was du festhältst. Also ich muss es mal googeln, wie man das richtig sagt. Also auf Italienisch heißt es Attaccamento, dass ich das auch richtig dann
Übersetzung das als Titel nehme, weil das ist etwas Schönes, was du hier hast. Ja? Okay, so machen wir weiter mit diese wunderbare weibliche Energienkarte, die hier uns einfach zeigen, wo wir uns befinden, was uns erwartet. Wow, das Gleichgewicht, das ist was Schönes. Die Balance, also wir brauchen hier diese Ruhe. Wir finden uns selbst. Also ganz viele haben ja auch geschrieben letztens in diesen Shorts. Also ich habe das gemerkt, dass diese Energie wirklich gebraucht wird. Dieses Ich finde mich selbst, ich beschenke mich, ich schenke mir Aufmerksamkeit, ich finde mich wieder. Das ist ja klar, wir hatten all diese Feiertage. Wir hatten mit ganz vielen Menschen zu tun. Wir hatten Verwandte, Bekannte, Freunde. Jeder von uns hat das unterschiedlich verbracht, aber trotzdem waren wir nicht alleine. Die wenigsten waren alleine, ja. Das ist aber wichtig, dass du wieder deine Mitte findest. Du kannst auch diese Übung machen. Wenn du dich mit Yoga auskennst, kannst du jetzt dich so hinstellen, kannst du jetzt diese Position einnehmen und das tatsächlich üben, ja. Und so findest du deinen Gleichgewicht. Was ich euch auch immer empfehle, nehmt euch diese 10 Minuten am Tag, auch wenn es nur 5 Minuten sind, indem ihr einfach für 5 Minuten, wirklich, stellt euch einen Timer, 5 bis 10 Minuten meditiert. Also ich mache das auch nicht länger als 15 Minuten. Bei mir ist wirklich 10 Minuten die Limitphase, weil dann danach habe ich die Zeit nicht und ganz ehrlich, das ist dann für mich zu viel. Ja, die 10 Minuten reichen mir komplett, aber dann mache ich das intensiv, anstatt wir halbe Stunde da sind, hocken und das nicht hinbekommen. Ja, in diese 10 Minuten, dass du mit dir selbst bist, bekommst du viele Antworten. Ja, das ist sehr schön. Finde deine innere Balance. Du wirst sie auch finden. Du bist gerade dabei. Das brauchst du, weil dadurch, dass du diesen Gleichgewicht wiederfindest in das Kollektive, wir alle, ja, wir werden dann ruhiger. Wir finden bessere Antworten, indem wir Situationen leben. Alles ist chaotisch. Wir verstehen nicht, was wollen wir. Das ist außerhalb der Balance. Ja? Also das ist klar, dass wir uns sehnen, dass wir diesen Gleichgewicht brauchen. Ja? Ohne Gleichgewicht kommen wir nirgends hin. Wenn das Gleichgewicht fehlt, werden wir dann Entscheidungen treffen, Dinge tun, die überhaupt nicht zu uns passen, ja, die negativ sind für uns. Also das ist klar, du lernst, Hauptsache du tust das. Also das ist immer eine Sache, die ich jetzt auch alle empfehle. Tut, macht. Also das habe ich auch selber nicht gewusst. Also ich bin auch immer der Mensch gewesen, der sich gedrückt hat und gedacht hat, okay, ich mache das lieber nicht, anstatt ich das falsch mache. Nein, falsch. Mach das auch, wenn es falsch ist. Aber ihr habt dieses Experience, ihr habt die Erfahrung gesammelt. Wenn ihr jetzt sagt, hey, diese Mauer, die tut mir weh, wenn ich dahin schlage, wenn ich jetzt einfach mal einen Schlag gebe, verletze ich mich. Aber wenn du das nicht gemacht hättest, hättest du nicht gewusst, dass die Mauer dich verletzen könnte. Also das ist das beste Beispiel, was ich machen kann. Oder wenn ich jetzt die Hand drüber lege und ich weiß nicht, dass es mich verbrennen kann. Also experimentiert. Das ist wichtig, dass man einfach experimentiert. Nicht alles oder all Dinge kann man wissen, ja. Und das Neue lädt dich ja auch ein. Du siehst es hier durch dieses, ich bin irgendwo angekettet, ich habe irgendwo eine Situation, die mich nicht loslässt und wenn ich aber mich nicht auf das Neue konzentriere, kann das Neue auch gar nicht reinkommen, weil ich die ganze Zeit mich mit das Alte konzentriere. Also tatsächlich für mich war das in der ersten Woche sehr schwer zu denken, oh mein Gott, das Auto, was wir über alles geliebt haben, wir haben das mit sehr viel Liebe behandelt, wir haben das uns ausgesucht, ich habe mich sofort in das Auto verliebt. Also für mich ist ein Auto nicht die Marke, nicht was es stammt, wie viel Kilometer oder sagen wir mal, wie viel es fährt, weil ich bin ja sowieso eine Frau. Für mich ist das wichtig, dass es wirklich mich als Familie, also wo ich das Auto gekauft habe, habe ich sofort an einen Familienzuwachs gedacht. Also das ist klar, das ist für mich das Auto gewesen für eine Familie, ja. Und natürlich hast du da deine Erinnerungen. Du sagst, Katja, das ist ein Auto. Natürlich weiß ich, dass es ein Auto ist. Das kommt und geht. Aber das ist gar nicht einfach, Leute. Wenn man drin ist in der Situation, dass man tatsächlich sagt, oh, das geht nicht mehr. Wir brauchen ein neues. Dann denkst du, okay, du wirst
wirst das Auto nie wieder sehen, weil das Auto einfach nicht mehr funktioniert. Und so ist das alles, alles in deinem Leben. Wenn du jetzt sagst, du hast etwas, an dem du gebunden bist, eine Sache, die dir Dienstleistungen geschafft hat. Aber ich denke, jetzt bist du du bist zu Ende. Du hast einen Zyklus abgeschlossen. Und das sind, also für mich, ich sage jetzt dir meine Situation, das sind 10 Jahre, die ich hinter mir habe. Ich habe es gewusst, dass sich viel geändert hat. Man hat es mir auch gesagt, dass bei mir eine totale Veränderung kommen wird. Ich war vorbereitet. Das ist immer gut, wenn man auch mit anderen darüber spricht, wenn man sich auch selber informiert oder auch selber Karten legt oder auch sich zum Beispiel mit der Astrologie ein bisschen beschäftigt. Da sieht man die totale Veränderung. Das stimmt tatsächlich. Bei mir hat sich sehr viel verändert und du siehst es jetzt auch mit den Materiellen. Also, was in dir passiert, in deiner Welt, innen, passiert dann materiell. Versteht ihr das? Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, das mit dem Auto, das kann aber auch mit der Wohnung passieren. Du sagst, 10 Jahre lang habe ich diesen Tisch, aber es hat sich etwas in dir geändert. Mikro und Makro. Alles, was du in dir änderst, ändert sich dann im Außen. Das bedeutet, du hast etwas von dir absterben lassen. Ich habe mich von gewissen Situationen entfernt, indem ich wirklich Zeit gebraucht habe. Ich sag ja euch, das hört nicht in 10 Jahre auf. Das geht weiter, das Leben geht weiter. Es gibt andere Experienzen und so geht das auch mit euch. Also so funktioniert das auch mit euch, so wie bei mir. Wir sind ja alle das Spiegelbild aneinander, ja? Und deswegen sage ich ja, ein Zyklus schließt sich ab. Und das andere öffnet sich, ein neues beginnt, ja, natürlicherweise mit einer neuen Energie, neues Auto, neues Tisch, für manche ist es auch eine alte Wohnung. Ich habe Bekannte von mir, die jetzt wegen Eigenbedarf umgezogen sind, die leben dort auch, sage ich mal, 19 Jahre, 11 Jahre, ich weiß es gar nicht, so ungefähr, also ich bin mir nicht sicher, und dann sagen sie, Katja, wir haben da unsere Kinder großgezogen. Die sind jetzt schon etwas älter, die Kinder, und es ist eine schöne Erinnerung, aber wir sollten jetzt die Wohnung verlassen. Aber jetzt fängt ein neues Zyklus an für diese Menschen, ja? Die haben jetzt ein Haus gekauft, also es fängt etwas Neues an. Etwas stirbt ab und etwas Neues fängt an, ja? So dürft ihr das sehen, im Positiven natürlich, ja? Auch wenn es weh tut, das ist klar, man hat da Erinnerungen, du fühlst das als dein Zuhause, das ist klar. Also bei mir war das auch so, ich habe ein Leben lang da gewohnt und dann auf einmal verstehe ich diese Person, ich setze mich in diese Situation rein, du gehst raus aus diesem Haus, das war dein Zuhause, du hast da Wurzeln gesteckt, aber wir fangen immer neue Dinge an, Leute, ja, und auch wenn das ist, der Zeichen, achtet auf die Zeichen, die ihr bekommt, egal was es ist, etwas zu Hause geht kaputt, eine Situation, wo du sagst, boah, ich hatte jetzt diesen Spiegel von meiner Oma, ja, tatsächlich wurde es weitergegeben, vielleicht hast du ja auch ein Karma bearbeitet von deiner Familie, versteht ihr das? Also Leute, es hat immer, es gibt keine Zufälle, wieso gewisse Dinge kaputt gehen, wieso gewisse Dinge nicht mehr in unser Leben sind, okay? Nichts ist zufälligerweise. Alles läuft nach einer Richtung, okay? So, für dich, Desoromio, im Kollektiven. Ja, da haben wir das. Da haben wir das. Siehste, die wahre, das wahre Schatz, die wahre Schatztruhe, das liegt nicht in den materiellen Dingen, ja. Das liegt da, wo die Liebe ist, da, wo du tatsächlich gebunden bist. Also wir haben hier eine Situation, wir haben hier mehrere Situationen. Ich sage gleich, siehst du hier, entfernst du dich von einer alten Energie. Du bist nicht mehr traurig, du weinst nicht mehr wegen dieser Person oder wegen dieser Situation. Das kann gut sein, du hast dich jetzt vor kurzem getrennt. Es geht hier um eine Trennung von jemandem, in dem einfach mit dieser Person nichts mehr zu teilen war. Du hast dich von dieser Person, von dieser Situation getrennt. Das musste so sein, weil ihr nicht mehr zusammen vibriert. Das ist oft bei den kollektiven Legungen. Solche Situationen kommen oft raus. Ich denke, dass wir alle gerade beschäftigt sind, Großputz zu betätigen. Die Menschen, die nicht mehr in unser Leben gehören. Es sind wahre Schätze da. Und es kann gut sein, du hast schon eine wahre Person gefunden. Also hier geht es um mehrere Situationen. Du könntest sagen, also erstmal geht es hier so, dass die Gerechtigkeit auf deiner Seite ist. Dass du hier, Desoromio,
all das verdient hast. Du verdienst nur das Gute, du verdienst nur das Beste, ja? Du hast viel gegeben, du hast viel geopfert im Leben, ja? Und das Leben beschenkt dich, aber nicht mit materiellen. Natürlicherweise kann das auch materiell sein, aber es ist wie wenn das Leben dir zeigen will, du hast es dir verdient. Du bekommst das. Und dieses wahre Schatz, diese Schatztruhe, diese Kristalle, das Geld, das wahre Edelstein liegt in dir drin, tief. Das sind diese Gefühle, die du hast. Das sind die Dinge, die du spürst und keiner kann sie spüren. Also kein einziger hat diese Gefühle gleich. Das ist klar, wir sind alle einzigartig auf unsere Art und Weise. Du wirst niemals das Gleiche spüren können wie die andere Person auf dieser Höhe. Verstehst du das oder mir? Das ist nicht gleich. Und hier habe ich eine Situation, auch wenn das schwer fällt, wirst du dich entfernen, du hast dich entfernt und du lässt eine alte Seite von dir absterben, damit du die neue beginnen kannst. Eine totale, sag ich mal, radikale Veränderung, okay, im Positiven. Und das steht dir zu. Du hast das alles verdient. Du kannst dich ja auch entfernt haben von einer Person, die total hier Attackament, also total, wie sagt man das, an dir hang. Stell dir jetzt mal vor, du sagst, Frau oder Mann, ich war in einer Beziehung, an dem die Eifersucht eine große Rolle gespielt hat. Und ich will aber nicht mehr so leben. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht so leben. Das ist nicht eine wahrhaftige Beziehung. Eine wahrhaftige Beziehung besteht nicht in einer totalen Eifersucht. Leute, das ist klar. Ich bin selber südländisch. Wir sind selber, wir leben auch in einer Welt oder ich sage mal so, es ist wichtig, dass man den anderen beweist, dass man den anderen zeigt, aber nicht extrem. Also du darfst nicht vergessen, dass diese Person nicht dein Gegenstand ist. Also keiner von beide darf das denken. Die Menschen sind kein Gegenstand. Keiner gehört dir in Wirklichkeit, ja? Sondern das ist klar, wir gehören der Mutter Natur. Wir werden wieder zu Bolvere. Wir werden wieder zu das, was wir sind. Versteht ihr das? Wir kommen vom Boden und wir werden wieder im Boden vergraben. Wir werden wieder das sein, was wir waren, okay? Und diese Essenz geht wieder dahin, wo sie gekommen ist, ja, zu der höheren Macht. Also nennt das Gott, nennt das Universum, wie ihr auch wollt, okay? Jeder findet seinen Platz, alles findet seinen Platz und genauso ist es hier bei dieser Legung. Du hast deinen Platz gefunden, ja? Du hast dich gefunden, du hast deine Mansion gefunden und du hast deine Richtung gefunden. Du bist auf der richtigen Richtung. Das ist wie wenn du geleitet wirst, Soromir, okay? Und das darfst du nicht vergessen, weil wenn hier diese Person dir wehgetan hat oder diese Person nichts für dich ist, hast du das verstanden, du hast es gecheckt. Hey, diese Person tut mir weh. Wieso soll ich mich noch mit dieser Person abgeben oder wieso soll ich mich mit dieser Person noch verrückt machen? Sie hat dich nicht verdient, ja? Also es ist wichtig, dass du hier bewusst wirst, was du für ein Edelstein bist. Wie, wie sagt man das? Prezioso. Du bist sowas von, du bist etwas Besonderes, deine Besonderheit. Sagen wir mal das so, du bist etwas Besonderes, okay? Und du verdienst nur das Beste, würde ich hier sagen. Okay. Welche Sternzeichen befinden sich hier, wer gerade zusieht? Aszendent, Mond, Venus, ja. Könnte aber auch gut sein, dass die Planeten hier eine Richtung geben werden. Kann aber auch gut sein, das sind die Personen, mit denen du zu tun hast, Widder. Also Widder haben ganz viele Situationen. Also die Widder-Menschen sind in einer totalen Reinigung zurzeit. Also viele Widder-Menschen sagen, nee, mit dieser Person will ich nicht mehr zu tun haben, mit dieser Situation auch nicht. Also das ist eine radikale Veränderung. Achte bitte, wo ist Uranus in deinem Häuschen? Also wo gerade deine Karte ist, schaust du, wo ist Uranus? In welchen Sternzeichen? Das kann gut sein, dass es hier eine Erklärung für dich hat. Ja, also wir haben hier Wassermann, Mond. Wo ist dein Mondsternzeichen? Achte bitte auch darauf, das könnte gut sein. Du hast hier Krebs und nochmal Krebs, sehr stark. Also hier ist jemand sehr intuitiv, jemand ist hier sehr in seine Emotionen drin und versucht wirklich in die Tiefe, das ist klar, all das, was nicht früher rausgekommen ist, Ängste, Verbindungen zu einer Welt, die eher weiblich ist.
all das, was passiv ist. Und das ist klar, das bearbeitest du nur, indem du in dir arbeitest. Das ist klar. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht das gemacht hätte, wären gewisse Dinge nicht passiert. Und jetzt endlich ist mir nochmal die Probe gekommen unter den Augen. Wow, unser Auto. Das hat aber die Heilerin zu mir gesagt. Du wirst 2024 etwas erleben, was du nicht geglaubt hättest. Also ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich habe noch gedacht, dass es, natürlicherweise ist es durch etwas passiert. Das ist klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es gerade so kommt. Das ist für mich eine totale Veränderung, ja? Also, für diejenigen, die jetzt gerade auf der Suche sind nach etwas Neues, sie haben das schon. Sie haben das vor der Nase. Das Neue kommt auf dich zu. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, weil das hat viele Facetten, sehr viele Richtungen, aber eine tolle Energie für das Kollektive. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass alles rosig verläuft. Wir kämpfen immer. Wir haben immer Herausforderungen. Vergiss nicht, dass Michael mit dem Schwert runterkommt. Und wir sind Kämpfer. Ja? Und all diese Menschen, die genau wissen, okay, Katja, das Leben ist nicht einfach. Das Leben bringt hierher, diese Inkarnation. Das wird nie einfach sein. Wir haben immer etwas zu kämpfen, immer eine Herausforderung, aber das rentiert sich. Es rentiert sich, weil das ist die Überraschung, ja, die auf dich wartet. Etwas Schönes, die richtige Richtung, deine Mansion, deinen Seelenweg. Verstehst du das? All das macht dich zu dem, ja, was du dann wirst in deiner Zukunft. Also wir fangen hier etwas Neues an. Sei es willkommen, ja, lass es rein. Ich würde sagen, öffne die Hände, ja, öffne dich und lass das einfach reinkommen. Okay, das war hier alles, du Sodomir, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Wochenende. Jetzt scheint auch noch die Sonne, fantastisch, gerade richtig kommt sie raus, weil die Sonne scheint auf das und zeigt uns da, wo noch dreckig ist, metaphorisch gemeint, ja. Kennt ihr das, wenn ihr putzt schön und dann scheint die Sonne, oh, guck mal, da ist viel Dreck. Ohne die Sonne würden wir nicht klar sehen. Ohne die männliche Energie kommt die Seele nicht weiter. Das ist klar. Das Männliche kann nicht ohne das Weibliche existieren. Und andersrum auch nicht, okay? So, pass auf dich auf, du Sodomio. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ciao!